dass ich heute noch sehr häufig auf ihn in Bulgarien angesprochen werde, nachdem ich vor 2 Wochen erst in Bukarest gewesen bin. Auch dort wird man sehr häufig auf ihn angesprochen. Es ist ganz erstaunlich. Auch die jüngere Politikergeneration erinnert sich an ihn, weil es so etwas wie Geschichtenerzählung, ich nenne es jetzt mal so, von der älteren Generation gibt. Und in der scheint Franz Josef Strauß auch gerade im Südosten Europas eine legendäre Rolle gespielt zu haben, weil er so eine Art Symbol war für den Widerstand gegen den Kommunismus, für den Widerstand gegen die Unterdrückung, für den Widerstand gegen die Unfreiheit. Und wenn ich an ihn zurückdenke, dann fällt mir als allererstes auf, dass er damals immer den unbändigen Wunsch verspürt hat, nicht nur Politik für die Kurzfristigkeit zu machen, sondern eine, die auch längerfristig währt. Und wir sind jetzt gerade in einer Zeit, in der wir sehr schnelllebig geworden sind. Jeden Tag einen neuen Wunsch, jeden Tag eine neue Idee, jeden Tag etwas, das man am nächsten Tag wieder aufheben kann. Am Ende zählt aber das, was bleibt. Am Ende zählt nicht die kurzfristige Stillung nach einem kleinen kurzfristigen Wunsch, der ihm gerade gefällt, nach der persönlichen Lust und Laune, sondern am Ende zählt das, was bleibt. Und wenn ich in der heutigen Zeit darüber nachdenke, was eigentlich bleibt, dann sind die Fragen gar nicht so einfach zu beantworten. Natürlich bleiben die wichtigsten Fragen für uns persönlich die, die für mich heute ich auch so geben würde, die Familie, die Kinder, die Gesundheit und all diese Dinge. Das ist natürlich der erste Grundstein. Aber dann kommt schon der zweite Grundstein. Und du hast den Jürgen angesprochen, der Frieden, der Christian genauso angesprochen. Wir glauben hier, dass wir den Frieden gepachtet haben. Wir glauben, dass das selbstverständlich ist, Demokratie zu haben. Es gibt eine ganze Menge, die heute sagen, ich gehe gar nicht mehr hin zum Wählen, weil was soll ich eigentlich da? Es ist übrigens gar nicht so leicht, ich sage das auch mal ganz offen an dem Platz, eine Emmy, ein Jürgen oder ein Christian zu sein. Oder jemand, der für die Frauenunion oder für die Junge Union eintritt. Oder eine Kreisgeschäftsführerin oder ein stellvertretender Landrat oder ein Kreisrat oder ein Stadtrat oder ein Gemeinderat. Die müssen sich sozusagen mit dem auseinandersetzen, was unser alltägliches Leben macht. Dass wir hier im Landkreis Lichtenfels eine der modernsten Kliniken Europas bekommen, ist offen gestanden keine Selbstverständlichkeit. Weil im selben Atemzug 3 Stunden von uns weg, in Aleppo gerade mit syrischen und russischen Bomben die Krankenhäuser bebombt werden. Und wenn Sie nach Griechenland gehen, dann würden Sie zum Beispiel eine Operation nur dagegen bekommen, dass Sie das Geld schon im Voraus dem Arzt in die Hand drücken. Und da muss man nüchtern feststellen, da leben wir schon in einem völlig anderen Staat hier, muss man nüchtern und einfach feststellen. Wir leben in einem Staat, in dem du, lieber Christian, gemeinsam mit dem Kreistag die völlig richtige Entscheidung getroffen hast für eine neue Klinik, die seinesgleichen mitsuchen wird, die alle Kriterien erfüllt und die versucht, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten oder wiederherzustellen. Eins von beiden. Dann schaue ich mir den Hans Josef an, unten hat er eine wunderbare Therme, da gehen Hunderttausende von Menschen jährlich hinein, sodass wir unglaublich viele Übernachtungen haben. Im selben Atemzug sind derzeit gerade 200.000 Menschen unmittelbar in Syrien völlig ohne Wasser, weil sie durch die Bomben von den Trinkwasserleitungen abgeschnitten worden sind. Wir nehmen das alles, was wir haben, ganz, ganz selbstverständlich. Und ich erlebe täglich im Europäischen Parlament, wie wenig selbstverständlich es ist. Und es ist manchmal schwierig zu erklären, weil diejenigen, die hier leben, erleben es nicht mit, was unmittelbar um uns herum los ist. Und das beginnt nicht erst in Syrien. Das fängt schon an in Frankreich, wo derzeit 45% der jungen Menschen keinen Arbeitsplatz haben. Es geht weiter über Italien, wo dieselben 45% der jungen Menschen keine Arbeit haben und keinen Arbeitsplatz finden. Und wir überlegen uns hier die ganze Zeit, wie kriegen wir Fachkräfte her, weil unsere Handwerker nicht mehr genügend Lehrlinge haben und fragen uns schon, wie es sein kann, dass im Norden Deutschlands junge Menschen arbeitslos bleiben, weil sie den Weg bis nach Bayern nicht schaffen. Es ist für mich auch ein Fragezeichen dessen, welche Gesellschaft sind wir eigentlich geworden. Ich will mich nicht beschweren über eine Gesellschaft, ich will nur aufmerksam machen. Ich will sagen, wir haben unglaublich Chancen hier. Wir haben Möglichkeiten zu gestalten. Wir haben eine Möglichkeit, die viele andere so gar nicht haben. Wir müssen nicht viel korrigieren. Wir müssen nur die Dinge gestalten, die für die Zukunft wesentlich sind.
für die Zukunft wesentlich, bedeutet es, dass wir auch den Mut haben, zu den unangenehmen Fragen zu stehen, die sich uns stellen. Was sind so die unangenehmen Fragen, die sich uns stellen? Das erste war das, was angesprochen worden ist, das Friedensprojekt. Um uns herum herrscht Krieg. Ich bin froh, dass wenigstens die Schweiz noch neben uns gibt, die keinen Krieg hat. Aber knapp daneben wird es schon schwieriger. Schweiz, Österreich, dann folgt schon der Balkan. Da sind wir schon in Serbien, in Montenegro, in Bosnien-Herzegowina. Es hat kein Mensch mitbekommen, dass im Zuge des Flüchtlingsstroms beinahe der Krieg wieder ausgebrochen wäre. An den Grenzen Kroatiens, an der Grenze der Slowakei und direkt unmittelbar auch auf europäischem Gebiet. Hat niemand mitgekriegt, ist aber geregelt worden, still, klamm, leise und heimlich, weil es möglich war, mit den zwei Partnern, die in der Europäischen Union sind, entsprechende Vorgehensweisen abzustimmen, dass eine kriegerische Auseinandersetzung uns allen innerhalb Europas erspart bleibt. Wir haben als zweites im Zuge dessen, dass wir es in Syrien eine der grausigsten Auseinandersetzungen erleben, die die Menschheitsgeschichte mit kennt. Das kommt daran an die Züge eines Zweiten Weltkrieges. Sie müssen wissen, dass dort schon 500.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und ich will auch gar nicht schildern, wie. Die einen durch grausame Terroristen, die in einem Ausmaß und einer Brutalität Menschen nicht nur blank ermorden, das ginge ja noch, um das so zu sagen, sondern sie foltern, sie quälen, sie über Monate hinweg schänden, Frauen verkaufen. Ich habe erst vor kurzem mit einer Jesidin geredet, die 12-mal verkauft wurde. 12-mal. Nach dem 12. Mal, ohne die Grauen zu beschreiben, die dieser Frau widerfahren sind, inklusive, dass sie bis nach Saudi-Arabien hin verkauft wurde, dort in einem Keller hauste und jeden Tag mit der Peitsche geschlagen wurde, sodass an dieser Frau nichts mehr ganz ist. Am Ende hat sie es geschafft, sich mit Menschenhändlern zu verdingen, und die haben sie in ein Minenfeld geschickt. Die Frau neben ihr, ein junges Mädchen, es war noch nicht mal eine Frau, 15 Jahre alt, war tot, und sie selbst kam nach Deutschland zum Operieren. Das heißt, wir haben da ein Schicksal neben uns, dem wir jeden Tag im Fernsehen zusehen. Und das Grauen daran ist für mich, dass wir bei uns in der Öffentlichkeit manchmal ein Verständnis für Russland finden, das sich für mich nicht mehr widerspiegelt in dem, was die derzeit gerade tun. Ich bin da ganz offen und ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wer diese Legende des netten Herrn Putin erfunden hat. Aber ein KGB-Chef von Deutschland war noch nie ein Menschenfreund, bei aller Liebe. Und der wird's auch nicht. Russland hat wieder imperialistisches Vorgehen. Die gehen geostrategisch vor. Egal, was es kostet. Das Einzige, was es nicht kosten darf, ist ihre eigene Macht. Das ist das einzige Kalkül, nach dem die rechnen. Wie viele Menschen sterben, wie viele Menschen ums Leben kommen, ist ihnen völlig egal. Wie viele gefoltert, gehängt, der Kopf abgeschnitten wird, das ist ihnen völlig egal. Ob Kinder in den Krankenhäusern zusammengebombt werden, ist ihnen völlig egal. Das ist natürlich eine Herausforderung, die macht es nicht gerade einfacher. Und macht den Blick auf die Krim und in Richtung Ukraine nicht unbedingt gerade ruhiger. Ich kann Sie beruhigen, die Ukraine wird nie ein Teil der Europäischen Union werden. Hat sie auch nie angeboten bekommen. Das ist auch so eine Mär, die gern verteilt wird. Das Einzige, was die Ukraine, Weißrussland, Moldawien und die Partner wollen, sie wollen die Chance haben, mit der Europäischen Union handeln zu dürfen. Mit uns in Partnerschaft treten zu dürfen und das ohne jeden Tag Herrn Putin fragen zu müssen. Das ist eigentlich etwas, was wir uns gar nicht mehr manchmal in unseren Gedanken vorstellen können. Dasselbe übrigens gilt für Georgien und für Aserbaidschan. Die dürfen keinen Zentimeter tun, ohne dass es Russland genehmigt. Jetzt möchten sie gerne in eine Partnerschaft mit uns treten. Ich kann nur sagen, wir werden die Partnerschaft anbieten. Ein Beitritt in die EU kommt überhaupt nicht in Frage, weil wir selbst schon genug damit zu kämpfen haben, dass wir Länder sehr früh aufgenommen haben, die immer noch Schwierigkeiten haben, sich selbst zu sortieren. Und das fängt übrigens nicht bei Rumänien an, sondern beim Sortieren fange ich schon bei Griechenland an, und die sind schon ein bisschen länger dabei. Man hat manches Mal zu lange zugesehen, ob ein Land schon so weit ist. Man hat auch manchmal zu lange zugesehen dabei, ob ein Land überhaupt willens ist, manche Dinge zu erfüllen.
Für mich ist erstaunlich, dass ich derzeit aus Georgien mehr Daten über Terroristen bekomme und über Schwerverbrecher als über Griechenland. Für mich erstaunlich. Der Zugriff auf Datenbanken Georgiens ist der Europäischen Union und allen 28 Mitgliedstaaten gestattet. In Griechenland ist das nicht der Fall. Manchmal stellen wir dann schon ab und zu ein paar Fragen. Aus diesem Grund habe ich jetzt höflich die Frage gestellt, ob Griechenland überhaupt noch Schengen-Mitglied bleiben will. Und derzeit bemühen sich die Griechen etwas mehr, die Dinge zu öffnen bzw. zu sortieren. Aber es ist immer relativ mühselig mit unseren griechischen Freunden. Als zweites, wenn man eben die Frage des Terrorismus nimmt, und ich sage jetzt zurzeit immer für die ganzen angenehmen Fragen in der Europäischen Union zuständig, Gott sei Dank wenigstens nicht einmal für die Euro-Krise. Ich bin zuständig für alle Fragen der Partnerschaften mit den Ländern, mit denen wir keine sozusagen Visa mehr verlangen, was in der Öffentlichkeit hochheftig diskutiert wird, kann ich ja verstehen. Aber wissen Sie, wenn Georgien bereit ist, mir die biometrischen Daten sämtlicher Bürgerinnen und Bürger zu lassen, wenn Georgien bereit ist, alle Bürgerinnen und Bürger, die über ihr Territorium, egal ob sie Pakistani, Afghanis, Inder oder was auch immer sind, in ihr Land zurückzunehmen und dort nach rechtsstaatlichen Maßstäben zu behandeln, dann muss ich sagen, ist der Partner ein guter Partner und ein fairer Partner. Dann reiche ich denen auch die Hand und weise gerade jungen Studenten oder Menschen, die einfach mal eine Reise machen, nicht die Tür. Und die Verbrecher bekämpfen wir gemeinsam, die über unsere Grenzen treten. Denn das ist das Einzige, was funktioniert, grenzüberschreitendes Bekämpfen von Schwerverbrechern. Wir haben da zwei Herausforderungen. Herausforderung Nummer eins ist die große organisierte Kriminalität. Da denkt jeder immer nur an Italien. Ja, da gibt es sie schon, aber die sind schon gesettelt, um das trocken zu sagen. Schwieriger sind die, die so aus dem eurasisch-russischen Bereich kommen. Schwieriger sind für uns die ganzen asiatischen organisierten Kriminalitätsbanden, die ganze Staaten durchdrungen haben. In Italien haben wir gelernt, wie es aussieht, wenn organisierte Kriminalität einen Staat durchdringt. Nur da finden sie in Anführungsstrichen noch die freundliche Form vor, wenn die auch für unsere Verhältnisse schon die unfreundliche ist. Der Süden Italiens ist größtenteils durch die organisierte Kriminalität beherrscht. Da ringen der Staat und die organisierte Kriminalität, wer eigentlich die wirkliche Regierung ist. Und das sind Verhältnisse, die man nicht zulassen darf. Denn wenn man sie einmal zugelassen hat und sie die Gesellschaft durchdrungen haben, dann ist es sehr schwer, das wieder loszuwerden. Weil viele der Würde der Menschen, die beeinträchtigt werden, zum Beispiel durch Schutzgelder, ich nehme mal nur ein Beispiel, die stellen sich die Frage, ist besser, sich mit der Polizei gemein zu machen und zu riskieren, dass ein Familienmitglied umgebracht wird? Oder ist es besser, ich drücke dem Typen da das Schutzgeld in die Hand und meine Familie hat ihre Ruhe? Was glauben Sie, was die tun? Und wenn Sie in dem Zustand sind, dann ist ein sozusagen wieder Loswerden solcher Strukturen extrem schwierig. Die organisierte Kriminalität ist ein riesiger Bestandteil des heutigen Finanzmarktes. Da laufen Milliarden durch die Gegend, die von denjenigen organisiert werden. Glauben wir, dass wir das in Deutschland allein lösen können? Da sind wir uns wohl sicher, dass wir das nicht können. Wir können auch internationale Verbrecher nicht allein in Deutschland lösen. Sage ich ausdrücklich an die Adresse derjenigen, die glauben, dass wenn wir den Grenzzaun hochziehen, und ich nenne einmal gern die Partei, die es zurzeit tut, die wie Rattenfänger durchs Land laufen, Grenze zu machen und wir haben kein Problem mehr. Glauben Sie, dass internationale Terroristen sich um Grenzen scheren? Die haben Pässe, die kann nicht mal ein guter Polizeibeamter von einem Gefälschten wegkennen. Da brauchst du schon ganz spezifische Technik und ein Vorauswissen, weil die haben die Originalpapiere aus den jeweiligen Staaten. Das heißt, wenn die gefälschte Pässe ausgeben, dann sind das Originalpässe, nur mit einem falschen Namen, Originalpapier. Das ist kein gefälschtes Papier mehr. Das sind Originalstempel. Das sind Originalcomputer, mit denen die arbeiten. Und das bedeutet in der Konsequenz, es ist extrem schwierig festzustellen, ob jemand einen gefälschten Pass hat, wenn er aus solchen Kreisen kommt. Die anderen gefälschten Pässe kann man leichter erkennen und besser identifizieren. Sollte man auch besser tun in der heutigen Zeit. Die zweite Herausforderung, die wir haben, neben der organisierten Kriminalität, ist der Terrorismus. Internationaler Terrorismus ist heute nicht mehr das, was bei uns mal eine RAF war.
RAF ist dagegen fast eine harmlose Vereinigung. Internationaler Terrorismus umfasst derzeit eine Größenordnung von einer Viertelmillion Menschen, die aktiv im Kampf tätig sind. Und das, was mich beunruhigt, ist, dass sie derzeit vor allem Kinder ansprechen. 14-, 15-jährige Pubertierende, die vielleicht in Auflehnung gegen ihr Elternhaus oder gegen was auch immer sind. Und dann wieder plötzlich 16-, 17-jährige voll ausgebildete Kämpfer antreffen, die wissen, wie man eine Bombe baut und die wissen, wie man einen Kalaschnikow bedient, die wissen, wie man einem Menschen den Kopf abschneidet und Ähnliches. Das heißt, wir stehen da einer Herausforderung, die wir so vor vielen Jahren nicht gekannt haben. Und auch bis vor 7-8 Jahren uns haben so nicht vorstellen können. Die Zeiten haben sich ein Stück weit verändert. Da kann ich nur sagen, auf der einen Seite lassen Sie uns glücklich sein, dass wir hier sind, dass wir den Joachim Herrmann haben als Innenminister. Übrigens auch glücklich sein, dass man nicht in Nordrhein-Westfalen ist, weil wir einfach die bessere Polizei haben. Ich sage das so nüchtern. Wir haben die besser ausgebildete Polizei, wir haben die besser ausgerüstete Polizei, wir haben die Polizei, die wenigstens noch Kenntnisse hat. Wir haben auch die Polizei, die sehr gefragt ist im Internationalen. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass wir gerade unsere Polizeibeamten zu Europol schicken müssen und in die internationalen Organisationen, um einen Überblick zu kriegen. Und um Ihnen eines zu sagen, ich habe noch nie so viele Anfragen gehabt aus dem afrikanischen Kontinent nach gut ausgebildeten bayerischen Polizeibeamten. Weil man im Kongo gerne Polizeibeamte hätte, die ihren Leuten erklären, was überhaupt eine Polizei ist. Denn man lernt dann wertzuschätzen, welche Polizei man hat, wenn man in einem Land ist, das keine hat. Weil wenn Sie in den Kongo gehen oder in den Sudan, die kennen keine geordneten Polizeistrukturen. Die wissen gar nicht, wie man sowas aufbaut. Da gibt es einen militärischen Einsatz und danach gibt es nichts. Und wer, glauben Sie, macht sich das zunutze? Verbrecher. Organisierte Verbrecher und Terroristen. Und die beiden in Kombination sich gegenseitig stützend. Ich sage Ihnen das alles ganz bewusst, um zu verdeutlichen, gerade an so einem 3. Oktober, wo der ein oder andere sagt, mei, die Tschechen da nebendran und ist mit den Polen. Ich habe das so interessantermaßen gehört, als einer zu mir sagte gestern noch, ja, was gehen uns schon die Polen an? Die Russen werden da schon nicht hingehen und die Balten sollen eh ruhig sein. Ich habe dann gesagt, wenn die Russen sich in unsere Richtung bewegen, hoffe ich, dass Frankreich nicht dasselbe Argument verwendet, um das nüchtern zu sagen. Ein Militärbündnis heißt, dass man einander beisteht und nicht, dass man anfängt, Krieg zu führen. Gottes Willen, es muss alles getan werden, um Krieg zu vermeiden. Das bedeutet aber auch in der heutigen Zeit, und wir fangen das in diesem Jahr an, mit dem neuen Haushalt, dass wir zum ersten Mal gemeinsam militärische Sicherheitsforschung auf europäischer Ebene beginnen und die Mitgliedstaaten anfangen aufzufordern, ihre Köpfe zusammenzuwerfen, anstatt jeden Hubschrauber einzeln zu erfinden. Wir haben heute noch Hubschrauber, die mit 28 verschiedenen Funkgeräten ausgerüstet sind. Oder jedes Funkgerät mit irgendeinem Spezifikum. Da geben wir Geld aus, offen gestanden, für nichts. Ich würde vorschlagen, dass man einen der modernsten Helikopter plant, Frachtflugzeuge plant und sie auch miteinander plant, miteinander bezahlt, weil offen gestanden, wir fliegen mit den Niederländern mit, die Niederländer fliegen mit uns mit, wir fliegen bei den Franzosen mit, die Franzosen bei uns. Ja, warum muss dann jeder Flieger anders ausschauen, wenn wir ohnehin ein sehr ähnliches Bedürfnis haben, in Anführungsstrichen. Wir müssen miteinander den Schmerz, ich sag das so hart, für diejenigen, die versuchen, der Jürgen Baumgärtner als einer von der Bundeswehr, der weiß, was ich damit meine, jemand, der eine Mentalität hat wie Putin oder wie diejenigen, die das ehemalige sowjetische Reich vermissen, dürfe nie auf den Gedanken kommen, dass wir ein einfaches Opfer sind. Wir müssen so wehrfähig sein, dass der Gedanke daran, einen anderen Nachbarn anzugreifen, sich in der EU schon verbietet, per Definitionen. Dass die einfach gar nicht auf die Idee kommen, über uns herzufallen, wie über die Krim beispielsweise oder die Ukraine, sie es versucht haben. Dass sie nicht über uns herfallen, wie es in Syrien derzeit passiert. Dass einfach der Schmerz darüber, dass man potenziell
selbst erhebliche Schwierigkeiten erleiden wird, so groß ist, dass man es von Haus aus bleiben lässt. Das nennt sich voll abwehrbereit, hat man das in den 50er, 60er Jahren im NATO-Jargon genannt. Wir waren mal nur bedingt abwehrbereit, wer die Geschichte noch kennt. Interessantermaßen hat uns damals der Spiegel meinen Vater dazu aufgefordert, er hätte die Stufe 1 nicht erreicht. Die Stufe 1 wäre gewesen voll angriffsbereit. Die Antwort meines Vaters, voll angriffsbereit wollten wir nie werden. Wir wollen nur voll abwehrbereit werden, damit niemand über uns herfallen kann. Angreifen wollen wir nie wieder jemand von deutschem Boden aus. Und das ist die Losung für die Europäische Union. Ich erzähle Ihnen diese ganz ernsten Hintergründe gerade an einem 3. Oktober. Weil wer sich noch erinnert, wie viele Menschen am Eisernen Vorhang gestorben sind, wer sich noch erinnert, was ein, das kann die junge Generation nicht mehr, was es bedeutet, wenn Menschen mit vorgehaltener Kalaschnikow aufgehalten werden, in ein anderes Land zu gehen. Interessant ist für mich ja immer, dass Kommunismus nur so lange attraktiv bleibt, bis er selbst regiert. In dem Moment, also wenn ich den Linken hier zuhöre, muss das das Paradies auf Erden sein, was es hier in Deutschland gäbe, wenn die regieren. Aber komischerweise überall da, wo es regieren, gibt es Schulden. Keine ländliche Entwicklung mehr. Nehmen Sie mal, wie lange die in Mecklenburg-Vorpommern regiert haben. Was gibt es dort? Total frustrierte Leute. Im ländlichen Bereich weder eine Polizei, noch eine Schule, noch Dörfer, noch irgendwas. Kein Einkaufsladen, überhaupt nichts mehr in der Nähe. Krankenhäuser, das nächste 160 Kilometer von dem Ort, in dem ich gewesen bin. 160 Kilometer. Ja, da wundert es mich nicht, dass die Leute irgendwo langsam rebellisch werden. Es wird auch Zeit, dass unsere Schwesterpartei, die CDU, begreift, dass wir den ländlichen Raum und die Politik für den ländlichen Raum endlich wieder entdecken müssen und dass nicht eine Spezialität der CSU bleibt. Weil die Menschen irgendwann einmal sich verabschieden dann, zu Nichtwählern werden und dann zu den radikalen Parteien tendieren, weil sie sich nicht verstanden fühlen. Es ist nämlich nicht nur eine Frage des Flüchtlingsproblems, es ist auch eine Frage, wie fühle ich mich in meinem eigenen Land willkommen und was tut mein eigenes Land ein Stück weit für mich auch. Die Diskussion müssen wir Gott sei Dank in Bayern nicht führen, da beschweren sich die Münchner, dass wir ihnen das Geld weggenommen haben. Ich komme daher. Wir haben zum ersten Mal den Münchnern im Finanzausgleich Geld weggenommen. Mein Herr Baumer mit dem roten Oberbürgermeister hielt sich sehr zurück, um das ehrlich zu sagen. Aber um es zu formulieren, München hat den Vorteil, dass sie als Landeshauptstadt ohnehin viel Infrastrukturmaßnahmen bezahlt durch die bayerische Staatsregierung bekommen, ob das Universitäten oder andere Dinge sind. Sie haben zudem große Unternehmen, die sich ganz selbstverständlich in der Umgebung eines Münchens mit ansiedeln. Das ist was anderes, wenn du jemanden aus Großbritannien, aus den USA oder auch irgendjemandem erklärst und sagst, wollen Sie sich im Landkreis Lichtenfels ansiedeln oder im Landkreis Kronach? Dann muss er ehrlichermaßen, nachdem er nicht so klug und gebildet ist, aber 14 Heiligen hilft und Klosterbanz auch, lieber Michael Möslein, da wird es dann meistens schon etwas heller, aber viele wissen es gar nicht, außer Amerikaner, wenn du sagst, oberhalb von Bamberg. Die wissen es ganz genau, weil die kennen Bamberg, die kennen die Bamberger Umgebung, die kennen auch den Landkreis Lichtenfels, die kennen sich auch aus. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Unternehmen in den Landkreis Wunsiedel geht oder in den Landkreis Hasberge oder in den Landkreis an der Rhön. Das ist nicht selbstverständlich. Oder direkt nach Wiesau, direkt an die tschechische Grenze. Weil die meisten ticken Paris, London, Berlin, München, das war's. Unser Gedanke ist aber ein anderer. Auf dieser Welt läuft vieles verkehrt in der Richtung. Wir haben viele ländliche Regionen, die verwaist sind. Und wundern uns dann über die Konsequenzen. Die Entwicklung eines ländlichen Raums zur friedlichen Gestaltung auch und sozialen Gestaltung einer eigenen Gesellschaft und zur Erhaltung des eigenen Landes ist eine der Kernaufgaben, dass es kaum wichtigere gibt, um das ehrlich zu sagen. Ich finde Städte ganz wichtig, aber der ländliche Raum mindestens genauso. Und dieses Gefühl, dass man sich kümmert, und damit gönnen Sie mir nur den letzten Punkt, der wohl einer der schwierigsten ist, zwischen CDU und CSU, das sage ich auch offen, ich glaube, mein Vater wäre mit der Angela Merkel ganz fürchterlich zusammengerückt.
Nicht deswegen, weil er sie nicht schätzt. Unsere Bundeskanzlerin ist eine blitzgescheite Frau. Aber manchmal ist sie arg wissenschaftlich. Wie sie schreibt es. Warum? Sie analysiert die Dinge aus dem wissenschaftlichen Punkt heraus. Was war der Kernpunkt, warum sie die Grenzen geöffnet hat? Und da schimpfe ich inzwischen die Ungarn und die Österreicher. Aber ich gesagt habe, bis zuerst bei uns anrufen und bitten, dass sie die Grenzen aufmacht und anschließend drüber nüllen. Das geht auch nicht. Die haben jeden Tag angerufen. Weil Ungarn hatte 400.000 Flüchtlinge schon. Und die restlichen 300.000, die sie nicht gezählt hatten, auch noch. Die haben sie dann nach Österreich geschickt. Da hat der österreichische Kanzler bei der Kanzlerin angerufen und hat gebeten, sie möge die Grenzen aufmachen. Man muss schon die ganze Wahrheit vom Spiel erzählen. Dann hat sie die Grenzen geöffnet. Der Fehler war, dass sie so lange offen gehalten hat. Ich räume ganz ehrlich ein, dass ich bei der Schließung von Mazedonien selber mit dabei war. In der Diskussion, wie wir das machen. Weil das ist auf europäischer Ebene miteinander vereinbart worden. Weil die Österreicher Schwierigkeiten hatten, ihre Grenze zu schließen. Wann können die Österreicher ihre Grenze nicht schließen? Das ist relativ einfach. Sie ist zu groß und zu breit und sie haben zu wenig Personal. Wie willst du eine Grenze, die eine grüne Grenze ist, von vorn bis hinten schließen? Das ist übrigens auch für uns, wäre das dasselbe Problem. Eine ernsthafte Grenzschließung kriegst du fast nicht fertig, weil probieren Sie das mal zwischen dem Erzgebirge von Polen bis runter nach Passau. Ich wünsche ganz viel Erfolg, sämtliche Wälder zu überwachen. Also wir wollten wieder den eisernen Vorhang wieder öffnen. Aber eines darf man nicht, und das sage ich ganz offen, warum die Bevölkerung auch so unruhig geworden ist, zu Recht unruhig geworden ist, warum wir so gewarnt haben. Da hört einem in dem Moment aber auch gar keiner zu. Weil es viel schöner ist, wenn sich die Leute gegenseitig klopfen. Wir wussten, dass die Terroristen auch die Migrationsroute nutzen. Wir wussten, dass Schwerverbrecher sie auch nutzen. Und wir haben gewarnt ohne Ende, und zwar alle Mitgliedstaaten. Endlich jetzt sind die Griechen bereit, die Grenzen so weit zu kontrollieren, dass wir Terroristen überhaupt identifizieren können. Davor haben sie es einfach weitergeschickt. Die Terroristen von Paris sind angereist über Griechenland, anschließend über Serbien, dann registriert in Ungarn. Darum soll mir Ungarn nicht erzählen, was sie alles Tolles machen. Ich würde mal empfehlen, ab und zu auch mal in Partnerschaft zu denken. Wenn man in Partnerschaft denken würde, dann hätte man eine Gefährderliste, auf der alle Tropen stehen, die ausgereist sind, um sie zu identifizieren, wenn sie wieder heimkommen. Das sind die ganzen sogenannten Foreign Fighters, die Kämpfer für IS, die ausgebildet sind, die brutale Mörder sind und die dann wieder heimkommen. Wenn die alle auf einer Liste stehen und jeder die Liste zugänglich hat an seinen Grenzen, dann kannst du sie auch identifizieren. Zweitens, du kannst nicht völlig unkontrolliert insgesamt 2,2 Millionen Menschen durch die Lande laufen lassen, weil sie nicht alle nur guten Willens sind. Ein Teil ist einfach tatsächlich Flüchtling, aber ein anderer Teil sind Ganoven, Glücksritter oder einfach Menschen, die sagen mir, ich kann zu Hause nicht mehr aus, weil ich dort keine Perspektive habe. Aber ich gebe Ihnen einfach die Zahl, warum jeder unkontrollierte Migrationsstrom völlig unsäglich ist und nicht möglich ist. Auch nicht in der heutigen Zeit, in der manche davon träumen, meine sozialdemokratischen Partner, die Grünen, die Linke, sie träumen täglich. Das mit dem Träumen, ich träume gern, aber bitte schon am richtigen Zeitpunkt. Vielleicht, wenn ich mal einen Tag Zeit habe, irgendwann am Strand zu liegen, dann träume ich auch. Aber dann bitte schon nicht davon. Ich wünsche mir auch, dass diese Welt rosig ist, dass da keine Kriege stattfinden, dass wir keine Terroristen mehr haben, keine organisierten Kriminellen, dass die Welt friedlich würde, dass sie nur daran arbeitet, den Wohlstand zu vermehren und überhaupt. Also ich träume gern mit. Die Realität ist anders. Wir haben 70 Millionen Flüchtlinge. Wer glaubt, dass wir das in der EU regeln können, der irrt. Und zwar mit Flüchtlingen meine ich die, die tatsächlich nicht nach Hause können. Also musst du anfangen, sie am anderen Kontinent auch mit anzusiedeln und nicht nur über Strategien in der Europäischen Union nachzudenken. Endlich diese Entwicklungshilfe als auch humanitäre Hilfe völlig anders aufzustellen, damit wir Regionen stabilisieren, damit Menschen überhaupt dort bleiben können. Und als zweites,
weil man in dem Zusammenhang ja auch über die sogenannten illegalen Migranten spricht, die als Wirtschaftsflüchtlinge oder wie auch immer bezeichnet werden, Klimaflüchtlinge, was auch immer. Ich kann Ihnen nur sagen, davon gibt es 1 Milliarde. Und wer sagt, durch Öffnen der Grenzen löst man das Problem von 1 Milliarde Wanderern, die alle deswegen wandern, weil es bei ihnen zu Hause schwierig ist. Das reicht von China bis nach Afrika. Der ist kein Visionär, sondern der ist schlichtweg dumm. Man muss schon den Unterschied noch kennen zwischen dem, was man kann und was man nicht kann. Darum müssen wir uns politisch anders aufstellen. Als CSU brauchen wir unsere Meinung nicht zu ändern. Ich halte es übrigens auch für völlig normal, wenn man an Grenzen Kontrollen macht, in Zeiten, in denen es Terrorismus gibt. Da gibt es Leute, die sind da heute noch dagegen. Ich kann ja sagen, Grenzkontrollen können heute so modern erfolgen, dass sie niemanden aufhalten müssen. Sie haben heute von der Gesichtserkennung bis hin zu den ganz schnellen biometrischen Daten. Sie können alles innerhalb von Sekunden machen und kontrollieren. Und ich habe offen gestanden, an einem Flughafen bin ich dankbar dafür, wenn die nachschauen, dass ich keine Terroristin bin. Weil ich wäre ganz ungern mit einem Terroristen in einem Flieger. Räume ich ganz ehrlich ein. Ich sitze lieber mit Ihnen in einem Flieger ohne Terrorist. Dann fliegen wir wohin auch immer. Und vertrauen der Technik des europäischen Airbus. Und wenn es sein muss, auch Boeing. Aber offen gestanden, ich sage Ihnen, die Zeiten haben sich verändert. Und das ist der Grund, warum die Europäer lernen müssen, zusammenzuarbeiten und sich nicht nur zu streiten und zu verzetteln. Es ist nicht die Zeit, dass jeder in seine eigene Ecke hineingeht. Wir schimpfen über die anderen schimpfen uns. Da geht's schon los. Das ist falsch. Natürlich könnten wir gerne ein bisschen an den Italienern umeinander mäkeln. Aber eigentlich sind wir schon ganz froh, dass die für uns die Arbeit da drunten an der Küste machen, beim Auffangen der libyschen Flüchtlinge oder der Flüchtlinge aus Libyen. Finden wir gar nicht so schlecht. Und die Italiener haben zum Beispiel einen besseren Draht nach Libyen als wir. Haben Sie gewusst, dass in Frankreich mittlerweile, und das macht mich unruhig, eine Marine Le Pen damit am meisten Erfolg hat, wenn sie gegen Deutsche schimpft? Dass Europa ein deutsches Projekt ist? Dass da die Deutschen dominieren? Dass die Deutschen ihre Werte dort aufdrücken? Da bin ich dann schon erstaunt. Haben Sie gewusst, dass beim Brexit eines der wesentlichen Argumente mit gewesen ist, dass Deutschland Brüssel dominiere? Nicht nur all das, was wir hier gelesen haben. Manch einer hat Angst vor diesem starken Deutschland in der Mitte. Gleichzeitig suchen sie uns als Mediator. Und genau das müssen wir sein. Wir müssen vermitteln zwischen den verschiedenen Polen. Wir müssen vermitteln. Wir können sehr gut reden, gemeinsam mit den Österreichern, mit Slowakei, mit Ungarn. Wir müssen die wieder reinholen. Wir müssen auch Polen versuchen, wieder zu einem stärkeren Bestandteil Europas zu machen und nicht nur zu einem Entgegennehmer von Kohäsionsgeldern in Höhe von Milliarden. Weil in Deutschland mich dann auch irgendjemand fragt, wenn dir dauernd der Freund ans Schienbein tritt, ist das die neue Art von Freundschaft? Nein, das ist es nicht. Und wir müssen aufhören damit. Aber wir Deutschen müssen auch daran denken, und gerade auch wir als CSU müssen daran denken, dass wir, die wir an der Grenze und hier in Oberfranken an der Grenze unmittelbar gelebt haben, dass kein eiserner Vorhang dieser Erde den Wohlstand, den Frieden, die soziale Gleichheit, die Möglichkeiten und Chancen und Perspektiven, die Zukunftsvisionen uns ermöglichen, wie wir das hier haben. Und das ist das, was ich als Botschaft Ihnen heute mitgeben möchte. Wir müssen die Probleme anpacken in Europa, die großen Fragen. Ich kämpfe jeden Tag gegen die Grünen und es macht mich ganz verzweifelt, wenn die ständig die Kaffeekannen regulieren wollen. Weil die haben so ein Menschenbild, dass du den Menschen generell regulieren musst, weil der Mensch das selber nicht kann. Ich habe irgendwie so ein Menschenbild, das sagt, der Mensch lernt auch selber und ab und zu musst du ihm einen Schubser geben. Man darf halt nicht alles erlauben. Du musst aber dieses Bild jeden wegen allem, also Landwirtschaft, das ist für mich der völlige Hammer, was da passiert. Wir müssen wegkommen davon, dass wir, jetzt nehme ich mal den Jürgen Kohmann und den Hans-Josef Stich für die Stadt Bad Staffelstein, dass wir über eine Wiese in der Nähe einer Stadt oder einer Gemeinde
bis auf europäischer Ebene diskutieren, ob die Flora, Fauna, Habitat ist oder nicht. Das schönste Beispiel ist für mich immer noch, um etwas fröhlich zu enden, dass es in Deutschland ein Gebiet gab im Norden, in Niedersachsen, Bremen, das Vogelschutzgebiet, ausgerufen, alle begeistert, Flora, Fauna, Habitat, ganz toll. Das Blöde war, dass sich die Vögel überlegt haben. Die Vögel sind, ich weiß nicht warum, aus diesem Gebiet nicht mehr in dieses, sondern in ein direkt benachbartes Gebiet übergesiedelt. Fragen Sie mich bitte schön nicht, warum. Wir haben immerhin auch für diese komische Wiese 7 Jahre gebraucht, bis wir die umgewidmet haben. Das ist es, was die Menschen dann an Europa verzweifeln lässt, wenn die Mitgliedstaaten uns Wiesen mit Vögeln regeln lassen. Anstatt zu sagen, wir regeln wirklich die großen Fragen. Wir haben heute Satelliten da oben hängen. Ich kann jeden Hamster, der sich auf deiner Autobahntrasse bewegt, persönlich beobachten, Christian. Ich kann jede Kolonie, jede Gelbbauchunke, jeden Stieglitz, ich kann jeden beobachten. Wenn wir das können, dann können wir doch einfach sagen, 10% wird ausgewiesen und wie es ausgewiesen wird, das machen die Mitgliedstaaten selber. Und ob der Christian oder der Jürgen dann die Wiesen nehmen oder die andere Wiesen, das werden die selbst schon wissen. Und wenn sie grob fehlhandeln, dann kann sie Europa per Satellit wirklich ganz schnell in der Landwirtschaft hammert es. Du kannst alles wirklich beobachten. Du musst keine 7-jährigen Diskussionsprozesse, da gibt es anscheinend Leute, die halten sich damit furchtbar gern auf. Ich muss ehrlich sagen, wir brauchen das Geld für was anderes. Wir wollen, dass die Menschen ernährt werden. Wir wollen, dass die Gegend sicher ist. Wir wollen, dass wir wieder eine Stabilisierung um uns herum haben. Wir wollen den Terrorismus erfolgreich bekämpfen. Wir wollen eine gute Polizei. Wir wollen eine ländliche Entwicklung. Wir wollen Perspektiven für die Menschen. Und dafür sind wir da. Und daran denke ich an einem 3. Oktober im Gedenken an meinen Vater Franz Josef Strauß, der auch ein Freund der deutlichen Aussprache gewesen ist. In dem Sinne noch einen schönen Tag Ihnen.